So. Okay. Er macht immer. Das ist halt der Nachteil an der automatischen Parkbremse. Dass ja beim Berg eine Einstein tust schon die Parkbremse lockern tut. Dann rollst du. Das ist halt nicht so geil. Das ist halt wirklich der einzige Nachteil an der Parkbremse. So. Dann fahren wir mal zu unserer Mission. Wir werden da aber jetzt nicht groß was machen. Jetzt nicht so massiv fluten gehen. Wir sind sowieso so gut wie voll. Und zu Hause, garagenmäßig, sind wir sowieso da auch komplett voll. Da passt eigentlich gar nichts mehr wirklich was rein. Drecks viel. Nimm doch das Scheißteil. Boah, ich dachte schon, der wird mich da reinbasen. Drecksvieh. Kommt halt einfach rausgeschossen. Schnell durchfahren. Zu. Ja. Eine Tür ist kaputt. Ich würde am liebsten wieder nach Hause fahren. Ne? Aber das kann man nicht machen. Wir müssen jetzt durchfahren. Was steht denn da hinten? Steht da was? Eigentlich noch eine gute Ecke, um irgendwas Gutes, Schönes hier hin zu platzieren. Ne? Aber es sieht nicht danach aus. Ist einfach gar nichts. Naja, gut. Hätte ja sein können. Würde ich mal sagen, Abfahrt. Hm. Ah nee, da ist auch ewige Stabilität. Ist da. Das ist schon mal sehr angenehm. Wenig Energie, aber wir brauchen eh kaum noch was. Vielleicht noch eins. Und dann sind wir schon voll. Aber hier gibt's. Da ist noch alles nicht entdeckt. Sehr wenig Sprit gibt es da, sehr wenig. Viele Häuser aber. Strahlung niedrig. Viele Blitze. Sturm relativ okay, alles noch normal. Und was zum Abbauen gibt es da? Mal schauen. Ewige Stabilität ist schon mal gut für uns, weil wir haben schon
Ja, paar Ecken vom Auto ist schon ein bisschen angekratzt und wir haben keine Chemikalien, um das zu reparieren. The woods there can be a bit of a maze. If you get lost, follow the pipes. The Limtech and those stabilizers ran so damn hot, only more Limtech could contain it from complete meltdown. Ja. Sollen der Pipeline folgen? Habe ich das richtig verstanden? Hier oben gibt es ein Labor. Hier sind 4 Labore. Das ist schon mal gut. Da unten ist noch ein Labor. Und wir können hier ein Portal aufmachen. It's my turn to give you an explanation about the mass hallucination event that Tobias and Francis were going on about. But don't worry, I won't be nearly as long-winded. Because there honestly isn't much that we know about it. It happened on the morning of September 14th, 1961. My colleague, Dr. James Kay, was conducting experiments at a highly classified site in the Deep Zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma-ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity, but only for a short moment. Oh, okay. Schön. Interessant. Wie fahren wir jetzt, ist die Frage, ne? Das ist die Frage der Fragen. Ich gucke gerade, was effektivsten wäre. Eigentlich erst zu den hier, ne? Und dann hier hinten hoch. Kurz hier einen Abstecher machen, Chemikalien holen, vielleicht können wir reparieren. Oder vielleicht brauchen wir auch gar nicht. Ja doch, müssen wir ja eigentlich. Und dann hier lang. Nee, dann Quatsch, hier. Dann hier rum, hier Abstecher. Und dann hier runter, Abstecher. Und dann, da ist das Portal. Genau, und dann fahren wir hier hin, machen das Portal auf, fahren diese Kurve und Abfahrt. Oder? Ja, doch, müssen wir. Die Kurve müssen wir so oder sowieso fahren, egal von welcher Seite wir fahren, jetzt da oder da. Spielt also keine Rolle. Ja, das wäre so mein Plan. Wir werden auch nicht, wie schon gesagt, nicht groß looten gehen, als hier irgendwie. Wenn wir einen Polizeiautowagen sehen, wäre natürlich genial. Oh, was ist das? Das ist neu. Das will ich scannen. Das ist neu. Stachelpfütze. Oh, wir haben sie. Nice, das hat mir noch gefehlt, das weiß ich. Da gab es irgendwas, was ich freischalten wollte, wo das... dass ich das hier brauche. Stachelpfütze heißen die. Die machen Platten. Ach, genau, für den Plattfuß, glaube ich. Für die Reifen. Genau, dafür waren die. Ansonsten ist da hinten aber jetzt nichts, ne? Sieht nicht anders aus. Achso, wir wollten da lang fahren. Wir müssen wieder lang. Also, nicht da reinfahren. Und immer schön Ausschau halten. Oh nein, Säure bricht hier aus. Hier ist Säure. Stachelpfütze, die ist auf jeden Fall neu, die Stachelpfütze. Gab es vorher noch nicht. Es kommen immer mehr neue Sachen dazu, ne? Merkt ihr das? Es wird immer extremer, das Spiel. Es will uns die Hölle heiß machen. Das kann man wirklich, wirklich sagen.
So ein bisschen wie Frostpunk, kann man so sagen. Frostpunk tut auch immer mehr einen strapazieren. Immer mehr und immer mehr. Was ist denn da noch? Nee, ist kein Auto. Kein gepanzertes Auto, auf jeden Fall. Die Bremsen sind auf jeden Fall gut von dem Fahrzeug. Ah, zu den Teilen sollen wir jetzt hingehen, verstehe. Wir müssen mit dem Sprit aufpassen. Weil wir ein Auto... Ah, wir haben ja vorhin eins gesehen. Ja. Da oben. Da oben stand mal jemand. Vielleicht hat das sogar einer gesehen, den Livestream. Das war schon sehr lustig gewesen. Das ist ein Bug gewesen, muss man dazu erwähnen. Der hat sich hier vorne, hat er sich hingestellt hier vorne. Ungefähr hier irgendwo stand er. Ausgestiegen. Auf einmal wurde der, aus welchen Gründen auch immer, da hoch teleportiert, weil das Spiel irgendwie dachte, dass da der Punkt der Straße ist oder das, da wo er aussteigen will halt. Ne? Ja. Dann stand er da oben. Das ist schon lustig gewesen. Aber der hat es überlebt. Aber gerade so, muss man sagen. Gerade so hat es überlebt. Hätte auch anders ausgehen können. You know, 30 seconds of hallucinations sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride, though. Did you know the rings of sand sink? I saw disembodied arms, tons of them. They were grasping and crawling. It was. And what about you, Oppie? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Must have passed me by. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow. Touchy. Wir müssen jetzt hier irgendwo lang. Ja, warte mal, wo muss man jetzt lang? Doch, hier. Bleib bloß weg. Stachelteile. Nur nicht zu schnell rasen. Ja. Wie schon gesagt. Vielleicht findet man ja ein Polizeiauto. Und dann fährt man noch dran vorbei. Das wäre richtig ärgerlich. Oh ja, da ist ein Sprit drin. Sprit ist da drin. Now that we know the remnants were connected to the mass hallucination, maybe we can figure out what caused it. Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using Lim to motivate that gamma ray burst.
Oh, yes, precisely. And where do gamma rays come from? But outer space. Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. No. You said it yourself. The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens, well, there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision. Or, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir. A reservoir? Or a portal? A portal? To where exactly? To Atlantis! Of course! Now, why didn't I think of that? Kann ich mal aufhören zu reden? That's absolutely it. Ich will mal ein Foto machen. Auch wenn es hier ein bisschen schwierig ist, immer mit Fotos. Weil es gibt keine Möglichkeit, das hier wegzumachen, den Schuss. Ist hier was hier unten? Nö. Okay. Naja, die Zeit drängt, ne? Ich muss schlafen gehen. Es ist schon wieder spät ohne Ende. Deswegen lassen wir uns jetzt auch nicht mehr groß noch auf. Was ist denn das? Warte mal. Das ist neu. Die Anomalie ist neu. Flugfeld. Okay. Ach du Scheiße. Flugfeld. Das sagt mir jetzt nichts. Sich auf jeden Fall nicht gesund an fürs Auto. Schön umgehen. Auto irgendwo. Panzert es. Das wäre es natürlich jetzt auch, ne? Ist so genial, nochmal ein gepanzertes Auto. Ist auch ein Flugfeld. Stimmt, wir wollten hier hinten. Na, hier unten ist die Straße. Oder ist Post? Nee. Nee, das ist Müllcontainer. Ja, bleib mal hier stehen. Ist ein bisschen Sprit sparen. Wer weiß, was noch kommt. Was noch passieren wird. Glühbirne, nee. Kann er behalten. Da will ich auf jeden Fall hin. Chemikalien. Ja, zwei Stück. Das heißt, ein Reparaturkit könnten wir uns zur Not machen, wenn wir wirklich eins brauchen sollten. Wo man eigentlich schon. Ja, die Tür ist schon zur Hälfte kaputt, ne? Nicht.
Und dann auf einmal finden wir eine Reparaturwerkstatt. Plötzlich. Na, warten wir lieber nochmal. Also ist ja noch die Hälfte. Muss jetzt schon was Derbes passieren, dass das nochmal richtig runter schreddert. Geradeaus. Es ist. Oh, oh, oh. Was ist das eine gewesen? Oh, das nehme ich definitiv gerne mit. Na gut, da ist jetzt nichts so krasses drin gewesen. Aber achso, das Aufflugfeld ist das, okay. Kann ich das eigentlich ausscannen? Mal ganz kurz nachgucken. Ach, ist heißer Staub. Okay, haben schon. Wir müssen, ja genau, da lang. Gibt es einen anderen Weg? Nicht wirklich, ne? Außer hier hoch vielleicht. Ist das? Ist aber kein. Hä, warte mal ganz kurz. Ich will mal. Bewegt die Wolke sich? Nee, ne? Ich sieht aber auch anders aus, die Wolke. Arknister-Nebel haben wir auch schon. Okay. Was ist das hier? Das kenne ich ja gar nicht. Oha. Na, das wird nicht auch reichen, oder? Nee. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir einen herstellen müssen. Wir könnten auch mal uns heilen. Das hier. Das müssen wir auscannen. Yes! Und wir können etwas anderes herstellen. Beschichtung. Das habe ich gesehen. Platt, das ist neu. Das ist neu. So sehen die allzu aus, okay. Der Rest ist nur Scheißkram. Den wir nicht brauchen. Wo sind die Kartuschen? Das
und so. Elektronikteile, ja, danke schön. Sonst ist hier nichts, ne? Oh, das ist ja genial, ey. Oh, da ist noch eins. Genial. Okay, so sehen die also aus. Da müssen wir uns das mal merken. Alter, nice. Wir haben ein neues Rezept freigeschaltet. Ja, das so sehen die jetzt aus. 11 Stück davon. Das ist neu. Warte mal. Boah, das Labere, ne? Warte mal, wie fahren wir da hin? Das ist wirklich unangenehm, finde ich, das Flüstern. Wir müssen sowieso da hinfahren. Und hier ist noch eins, geil. Machen mal was. Panzerte Platte, genau, die ist auch beschädigt. Ups. Oh, come on, ey, ernsthaft jetzt. Welche Seite machen wir? Das wäre dann, die ganze Seite wäre dann zu, ne? Oder wir machen 50-50, machen hier noch. So, dann war die Seite, ne, welche Seite war die hier, ne? Beschädigt gewesen. Was ist jetzt los? Oh, regnet's auf einmal. Muss mal ganz kurz nachgucken. Kommt ein Sturm oder sowas? Nö. Okay, ich dachte schon. Das bietet. Oh, ich dachte schon, da steht was. Boah, meine Güte, Glühbirnen gegen die Bleiteile. Aber wir haben sowas nicht. Zumindest nicht in dieser Menge. Auch sehr geile Maschine. Kannst du tauschen. Glühbirnen gegen die Bleiteile. Na, schade, das sind nicht so viele drin. Ich glaube, wenn wir das hier dann alles aktiviert haben, ich glaube, dann müssen wir, glaube ich, sehr schnell abbauen. Bin mir aber nicht sicher. Könnte was sein. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Weil das Spiel hat nur einen Grund, warum das Spiel auf dem Markt ist. Um uns die Hölle heiß zu machen. Oh komm, verpiss dich bitte. So einen Bug brauche ich mit Sicherheit jetzt nicht. Und geklitsche. Hä?
sah komisch aus, ey. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Da ist der Ausgang. Hey, Oppie. You've never cared about any of the Zone's stories and superstitions. Was ist los? So, why now? What's in this for you? What I do is not and has never been any of your business. You're asking us to trust you. So yes, it's our business now. How about this? You two sign off and count orbs or whatever it is you like to do. And I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. To hell with that! We either throw everything we can at this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You wanna play that game? You really wanna talk about our track records? Screw you, Oppie. I'd rather run this remnant into the ground than work with either of you. Forget it. We're wasting our breath with this old man. There's gotta be another way. She's out of her mind. I can't do this. Look. If you want to waste your precious time picking apart bird droppings and squinting at constellations, by all means, follow their lead. I were better off without them, trust me. I'll get you through no matter what. This really is my last chance. Wir haben's überlebt. Alles gut. Wo lang? Wenn sie nochmal Labor. Da gehen wir nochmal hin. Natürlich. Das hat natürlich gefehlt. Schön reinrasen. Cool. Ne, kein gepanzertes Auto. Schade. Motorhaut hat es auf jeden Fall ziemlich mitgenommen aus. Das ist alles noch okay. Ist das eigentlich da schon wieder? Ich wollte schon längst schlafen. Jetzt muss ich diese Mission fertig bekommen. Oh, geil. Zwei. Na, nee. Einmal. Eine Chemikalie. Ja, bei mir leuchten die Kisten. Wenn das schon mal jemand aufgefallen ist. Weil ich zaubern kann, deswegen. Ich habe eine Zauberfähigkeit. Ich habe das extra so eingestellt, dass sie leuchten halt. Finde ich irgendwie angenehmer. Wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht, ne? So ist es so ein halber Blindgänger. Und so kann ich das definitiv nicht übersehen.
Und es geht halt auch ein bisschen zügiger. Vor allen Dingen. Ist das da so rot? Oh, wir haben hier. Sehr gut. Wir können zur Not jetzt wieder was. Ein Reparaturkit machen. Wenn wir es wirklich brauchen sollten. Unbedingt. Ausgang hier. Noch die. Oh ja. Das brauche ich eigentlich gleich mal aufheben. Habe ich auch viel zu viel. Okay. Abfahrt. Jetzt wird nichts mehr gesammelt. Gar nichts mehr. Schnauze voll hier. Jedes Mal das Geschisse von Looten andauern. Überall Loot da, Loot dort. Ist ja grausam. Hä? Was war das? Warte mal, wir müssen jetzt. Quatsch, so fahre ich jetzt wieder zurück. Oben ist es, ne? Ganz kleine Abkürzung machen. Schaffen wir das? Manchmal wünschte ich mir nach so einer Außenkamera, dass ich rausgucken kann. Besser. Oh ja, wir haben es geschafft. Platten. Also ich habe das Gefühl, dass es mit den Platten kein Zufall ist. Habe ich das Gefühl. Warum glaube ich das? Weil es ist bei anderen Leuten auch passiert. Genau, oh, immer mehr so ab der Stelle hier so fängt das so langsam an mit den Platten permanent. Klammer. Zwei. Wo war er jetzt gewesen? Da. Es häuft sich jetzt immer öfters. Mit dem Platten. Quatsch. Das wollte ich doch gar nicht sagen. Lass mal gleich mal bei uns drin. Nehmen wir auch gleich mal mit. Elektro. Taschenlampe brauchen wir eigentlich gerade aktuell gar nicht mehr. Ja, nehmen wir mal wieder mal Medikit auch mit. Was ist los, Spiel? Hm? Was ist los? Warum gehst du nicht da wieder zurück, wo du hier? Das war auch ganz komisch. Ach, ich dachte schon, da kommt was angelaufen. Meine Güte.
Okay. So, jetzt aber. Gehen dahin, machen den Schuss, hauen ab. Tschüss. Ich will jetzt ganz auf Feierabend machen. Das ist halt der Nachteil. Wenn du gerade eine Mission machen tust. Wenn du eine Mission machen tust, dann willst du natürlich nicht die Tour abbrechen. Oder, ne, oder überhaupt jetzt ein Portal aufmachen und sagen, tschüss, ich gehe jetzt. Dann willst du natürlich die Mission zu Ende machen. Ist ja klar, sonst musst du ja deinen ganzen Schiss nochmal machen. Da hat man ja keine Lust drauf. Sachen ständig zu wiederholen. Na, schon wieder planen? Nee. Ich glaube schon. Ich verstehe aber nicht, warum überhaupt jetzt ein Dornplug kommt. Aus welchen Gründen? So oft. Das gibt überhaupt gar keinen Sinn für mich. Kartusche, Rad nehmen wir mit. Klar, das brauchen wir keinen mehr. Der eh nur im Weg sein. Elektrokran. Voll drei Stück, aber nur bei jedem eins rausgeholt. Auf Verarsche. Oh, Leute, hier ist noch eins. Und hier auch nur eins, naja. Das ist, glaube ich, ein kaputtes, ne? Übersehen. Mhm. Okay, dann. Ich vergesse mal, dass man auch mit F treten kann. Schweißbrenner, den wir haben. Stimmt, das hier können wir mal. Oh mein Gott, ist das genial. Auch wenn der nicht mehr viel drin ist. Boah, Schweißbrenner ist so genial, ne? Den müssen wir auf jeden Fall auch mal craften. Aber den kann man erstmal mehr instabiler. Instabilität haben. Das war's mit dem Schweißbrenner. Aber das Auto ist repariert immerhin. Da ist die Tür.
Oder ist hier auch einer? Da ist auch einer. Das ist jetzt das Größere. Okay. Alright, we're in business. Stabilizers are coming online, and the way looks clear. But I'm also getting spikes. The stability in your region is tanking. Get out of there. Fast. Nee. Bisschen Witzbold, Alter. Muss mal lang. Ja. Soll mich beeilen. Na klar, Alter. Dann muss ich das Tor aufmachen? Ne, das ist schon offen, ne? Einfach nur ein Witz manchmal. Komm, wie schnell das jetzt geht, ey. Das ist einfach nur ein Psycho. Klar, hier kannst du nicht weg, ne? Aber das Spiel ist manchmal auch so fies mit seinem Kram hier. Ist es. Boah, die rote Welle, Alter. Alter Schwede. Das war noch nie so knapp gewesen wie jetzt. Oh nein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht irgendwie. Wir müssen durch. Flugfeld verstehen. Oh nein, bitte nicht umkippen jetzt. Nicht umkippen. Komm, komm, gib Gummi! Oh Mann! Wir haben es gleich noch. Die gerade Strecke, dann sind wir fast da. Dahin ist es. Schaff mal, schaff mal, schaff mal. Na klar, ein Platt. Ja, hat sich einfach mal das Spiel so gedacht. Komm, wir geben ihm noch den letzten Rest. Noch hinterher. Jetzt mit den Platten rein, ich bin echt scheißegal. Ja, schafft man. Na egal, wenn der Reifen jetzt mit kaputt geht, komplett. Spiel ich so, ne? Boah, meine Nerven, ne? Ich will nicht mehr. Das ist, so welche Spiele sind eigentlich gar nicht so meins. Also so stressmäßig. Oh, meine Güte, ich kann nicht. Nice work out there. The sector stabilizers are fully operational. Ja, komm, you've got a straight shot toward the expansion wall. One more thing. Die labert immer nur Scheiße. Die kann auch, die sitzt bestimmt irgendwo und lacht sich ein kaputt. Alter, Leute, ich kann nicht mehr, ne? Ich brauche eine Zigarette gerade. Boah, ich hab schon den Tod schon in den Augen geguckt. Oh, nee. Oh, Mann. Wirklich, da hätte jetzt noch irgendwas dazwischen gekommen. Dann
wäre es vorbei gewesen. Oh, ich, mein Herz, ne? Ich kann nicht mehr einfach. Ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Hab die Schnauze voll. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da. Daumen da, ich kann euch mal mehr reden. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Lasst einen netten Kommentar da. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.